Ich bin Strict Curl Meister im Himalaya. Oh, jetzt geht's los hier. Zum TÜV geht es morgen. Servus Leute, mein Name ist Paul Unterreitner. Willkommen zum neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Letztens wollte ich die Challenge eigentlich schon aufnehmen, habe mich aber nicht ready gefühlt. Heute ist das dafür schon deutlich besser. Wir befinden uns nach wie vor im Himalaya-Gebirge, nehmen die höchste Trainingseinheit der Welt auf. Bevor es aber soweit ist, dachte ich mir, ich schnappe mir hier mal das fast ganze Team. Wir haben eine Langhantel am Start. Wir haben Gewichte am Start. Hier haben wir noch so. Da habe ich in seiner Story gesehen, wie die Einheimischen das da versucht haben nachzumachen. Sehr geil. 1 Kilo Säcke und machen einfach mal eine dicke Strict Curl Challenge hier an der Wand. Für alle, die nicht wissen, was ein Strict Curl ist: Arsch und Rücken muss an der Wand bleiben. Die Füße dürfen nicht zu weit weg, ich glaube so 15 bis 20 cm und damit. Geiles Outfit auf jeden Fall. Versucht zu. Tschernobyl-Hoden, danke dir fürs Abo. Mir geht's nicht gut, danke. Ich bin verkatert von der Hochzeit. Gerade um mich hochzukörlen und dann schauen wir mal, wie viel wir hier alle rausschlagen. Der Nachteil ist, wir haben eine Langhantel, die nicht wie eine SZ-Hantel ein bisschen gebogen ist. Und deshalb mal schauen, wie viel hier heute geht. Leonidas Rekord werden wir, glaube ich, nicht brechen. Jawohl! Nee, die 100 Kilo packt er niemals. Dann ist er unmenschlich. Aber vielleicht den von Johannes, wir werden sehen. Aber mit einer Langhantel ist es natürlich ein bisschen trickier. Aber mal schauen. Der Ausgab dich nicht. Ja. Man muss dazu sagen, wir sind jetzt schon 3 Tage hier. Da merkt man richtig, ich bin 3 Tage hier, hab noch kein Video gemacht. Habt ihr eine Idee für ein Video, was wir da machen könnten? Und dann kommt so eine Scheiße bei zustande. Tag 6 bis. Strict Curl Meister im Himalaya, Digga, wenn ich das schon lese. Ne? 8 Stunden gelaufen mit alle 30 Kilo extra Gepäck. Also. Extrem katabol unterwegs. Absolut. Okay, der nächste. Zum Aufwärmen, ja? Aber als Revanche, weil wir werden definitiv jetzt wahrscheinlich unterlegen sein, würde ich gerne noch eine Hit-Challenge oder so machen. So Burpee over the Barbell dann am letzten Tag. Das machen wir nach dem Tracking, ja. Yes. Burpees auf keinen Fall, Digga. Das machen wir vorher noch. Das ist doch Cardio. Ey, der ist auch gut im Saft, der Kollege, ne? Der sieht echt gut aus. Das ist der Kameramann von Kevin Gebhardt. Also von dort kenne ich, kenne ihn auch persönlich, habe den dort kennengelernt. Kevin hat früher im Studio zur Corona-Zeit mit ihm immer Videos dort gedreht, so Talk-Videos. Noch eine Basketballrunde. Das ist Sascha. Das ist Nico, unser Bachelor. Das ist Vicky. Das ist Katrin. Und dann hallo in die Runde. Machen wir mal 10 dran. Der Flip-Flop-Bachelor. Was ist, also man muss einmal schaffen, ne? Ja. Komm schon, komm schon. Oh, ja. Schon geschafft. Super. Muss sparsam umgehen. Wenn wir jetzt schon beim ersten Mal raus sind, dann ist natürlich schlecht. Was ist es dann? Robbie Number One, danke dir fürs Abo. Also Po und Rücken. Okay. Rücken musst du dran lassen. Achso, ja. Ja. Zählt. Krass. Rücken dran lassen. Jawohl, auch easy, easy. Egal, easy. Gut, dann hauen wir die 10er pro Seite mal drauf. Gleich mal 20 Kilo Steigerung. Okay. Warum lacht die Frau denn, weil der gesagt hat, wir machen 10er pro Seite drauf? Die lacht sich einfach kaputt darüber. 5 wäre schöner. Klein Braumann, oder? Okay. Trainingseinheit daraus. Er hat doch da auch gar keine Gegner, richtig, der Paul. Das ist unfair. Mit dem Langhandelgriff ist auf jeden Fall schon ein bisschen schwieriger als normales SZ. Easy cheesy. Schön Rücken dran lassen. Ich hab plus 40 welche. Easy. Okay. Okay. Läuft. Ja. Jetzt könnte schon ein bisschen schwerer werden. Ja, auf jeden Fall, weil ich hab's einmal schon mal gemacht, aber halt mit Schwung. Boah, das wird schwer für die Damen. Ich glaube, die packt das nicht. Mit Schwung, um Gottes Willen. Ein bisschen enger, sogar leichter. Ich sag nein. Bisschen enger? Jetzt ein Bizeps-Sehnenriss hier in den Bergen, hat noch keiner gehabt. Schön Rücken dran lassen. Mhm. Komm, gib Gas, Maike. Maike, los. Da macht ihr einfach Shrugs. Bitte nicht, um Gottes Willen. Okay, der Versuch war da. Ja, das hat dann was Doppelte. Das merkt man. Okay, Katrin. Mal sehen. Let's go. Katrin schafft es auch nicht. Ich spüre das schon. Ich hab's auch gespürt. Oh.
lasst es sein, Mädels, bitte, ich kann das nicht mit ansehen. Okay. Also knapp ist anders. Gehen wir gleich auf 60 oder bleiben wir jetzt bei 50? Gerne gleich auf 60 gehen, muss ich sagen. Ja, gut, komm, bring was hinter uns, bevor wir raus sind. Ja. Ich habe einen leichten Favoriten hier. Wie viel wiegst du, Max? Ich wiege nur 50. Ich bin's übrigens nicht. Okay, wir heben jetzt den Max Münch. Ab 60 war auch schon bei unserer anderen Streetcurl-Challenge schon spannend. Dann haben wir eigentlich so in 2 bis 5er Schritten gesteigert. Nächstes Video, Bizeps-Abriss auf dem Himalaya. Das wäre auf jeden Fall ein klickstarkes Video. Safe. Hier ist gerade eine gute Luft übrigens. Nee. Boah, das ist schwer. Scheiße. Okay, dann schön auf den Rücken. Ja. Also, wow. So, ich sehe meine. Okay. Okay. Gar nichts gefordert. Also für eine Langhantel ging das noch gut. Also 70 könnten vielleicht drin sein heute. Können wir erstmal die Kamera ausmachen? Let's go. Na komm, Sascha. Ja. Sascha, stramm, Junge. Sascha, erzähl mal kurz den ganzen Hardgainer da draußen, wie viele Kalorien du im Aufbau gegessen hast. 8500. 8500 musst du da reinpfeifen? Das waren 5 Jahre meiner Uni-Zeit. Da musste ich sogar nachts 2-mal aufstehen, alle 2,5 Stunden. Und habe dann damals noch nicht vegan 30 Fischstäbchen und Spinat gegessen und Müsli und Proteinshakes. Geil, Alter, richtiger Markus Rühl-Aufbau. Öl in Proteinshakes, aber... Öl in Proteinshakes, Digga. Wer immer noch da draußen erzählt, ich habe alles versucht und kann nicht zunehmen, das wäre alles. 8000 Kalorien, also das ist absolut krass. Komm. Wie viele Red Bulls trinkst du am Tag? 4 bis 6. Das ist gesund. Ich trinke immer 1 Liter Red Bull, muss immer rein. Bis 1 Liter Red Bull, oh Gott. 1,5 Liter. Ich habe keine Ernährungstipps gerade. Sascha ist so der Johannes Lukas des Trackings, würde ich sagen. Okay, können wir kurz gucken, das ist nicht da. Liter bis 1,5, Digga, Red Bull. Let's go. Der schafft das nicht. Und an dieser Stelle gibt es eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Falls ihr mich supporten möchtet, Freunde, besucht auf jeden Fall esn.com. Dort sichert ihr euch mit dem Rabattcode William immer den besten Deal. Unter anderem beispielsweise auf ein leckeres Designer Whey Protein. Und schaut auch unbedingt auf Oase vorbei. Da findet ihr beispielsweise dieses wunderschöne Tanktop und auch andere geile Klamotten, die ihr auch im Alltag anwenden könnt. Ebenfalls Rabattcode William. Alle Links wie immer in der Videobeschreibung. Und weiter geht's mit dem Video. Das packst du. Ja. Oh. Lass es sein, Junge. Na komm. Und? Ja, aber fast. Was für dir, Nico? Steht demnächst eine Bodybuilding-Karriere vor uns, oder? Nee. Ich glaube nicht. Wer ist denn jetzt noch dabei? Wir beide. Das ist aber sehr schnell ausgestattet. Wer hätte es gedacht? Ja, jetzt also immer. Jetzt wird es spannender. Dann steigern wir jetzt mal um 3 Kilo pro Seite, okay? Da hätten wir auch direkt erstmal so... Einfach mit so Plastiktüten. Wir können doch gleich nochmal 35 Kilo probieren. Jetzt haben wir hier 3 Kilo drin. Wir haben ja halt leider keine kleineren Scheiben. Andere Seite genauso. Einfach 3 Kilo Salz. Also meiner Meinung nach hat sich der Paul eine Challenge ausgesucht hier oben, die er auf jeden Fall auf Platz 1 gewinnen wird. Ja, wenn du sonst ist echt unfair. Kein Bodybuilder hier mitnimmst? Ich hätte Leo doch mitnehmen sollen. Aber abgesehen von dieser beschissenen Challenge hier und dieser Videoidee, finde ich die ganze Aktion richtig geil. Voll das interessante Projekt, was sie da machen. Ne? Einfach mit Himalaya da hochklettern, hochlatschen und so weiter. Richtig geil. Das war bestimmt krass, das ganze Land sich dort alles reinzuziehen. Definitiv. Könnte man einfach beim Clean Essen Kartoffeln statt Reis essen? Alle, natürlich darfst du Reis essen. Kannst auch Nudeln essen. Kannst auch gutes Brot benutzen als Carbquelle. Das ist scheißegal. Yes! Kartoffeln bei manchen Leuten sogar viel sinnvoller. Einfach weil der glykämische Index auch nicht so hoch ist. Kaiser Lars, danke dir fürs Prime-Abo. Ich hatte gerade schon Schwierigkeiten. Stark, der war gut noch. In Aufbau sind Kartoffeln halt scheiße, weil du hast ein riesen Volumen, ne? Und musst halt viel essen, damit du auf die Kalorien kommst. Der wird kritisch. Lass es sein, Sascha, bitte. Vor dran lassen. Komm, let's go. Komm, mach mal eine. Okay. Ich muss jetzt trotzdem noch meine Grenzen austesten. Also ich muss jetzt noch mal 70 probieren. Jetzt holen wir noch mal ein paar Tüten Reis, ne? Ja. Also es sieht wirklich sehr, sehr unprofessionell aus.
Das sieht echt sehr schlimm aus. Wenn du das schaffst auf Höhenmeter, ja, auf super wenig Kalorien die letzten Tage. Auf 200.000 Höhenmeter. Wir haben momentan echt, wir essen nur ein bisschen Reis am Tag. Der hatte richtig Dünnschiss da, der Paul, dem ging es gar nicht gut. Den hat es voll erwischt, hat richtig Magen-Darm, hat voll abgespeckt. Machen super viel Cardio, wenn er das schafft. Ja, seid gespannt, was dann auf dem eigentlichen Trip alles passiert ist. Also da gab es ein paar Komplikationen. Ich hoffe, kein Ayahuasca-Trip. So viel sei verraten. Mach die beiden ganz innen dran. Ich glaube, der geht noch knapp. Ja, glaube ich auch. Komm schon. Ja. Bam. Stark. Mega. So, jetzt müssen wir einen kleinen Sprung machen. 5 Kilo drauf. Ja, jetzt er hat doch schon gewonnen. Mach da keinen Abriss, Junge. Musst du auch. Jetzt musst du. Boah, ja, okay, stimmt. Das gehen nur 5 mehr, oder? Das sind ja 10 Kilo mehr jetzt. Nee, nee. Ja, insgesamt. Doch. Wir tun ja den Salz weg. Ach so, ja. Jetzt direkt 10 Kilo Steigerung. Perfekt. 80 Kilo. Ja, wir wollen dich halt auch scheitern sehen. Vielleicht haben die auch noch mehr. Vielleicht haben die auch noch mehr Salz. Die haben schon 10 Kilo was Salz gegeben, Paul. Das war der Rekord. Ich glaube. Kennt man doch Pink Himalayan Salt, ne? Himalayan. Pink Himalayan. Himalayan Salt. Wie spricht man das aus? Pinkes Himalaya Salz. Kennen wir doch alle. Ich kann es natürlich auf Englisch wieder nicht aussprechen. Ich weiß, aber kennen wir doch. Ist doch da. Deswegen holen die da bestimmt schön viel Salz für. Wenn die zurückkommen, gutes Gebirgensalz hier, ne? Aber ich weiß nicht mal, ob ich überhaupt 70 geschafft habe. Vielleicht 72,5. Das heißt, du holst hier deinen Rekord nach Magen, Darmspülung und sein, Höhenluft. Ne? Nicht schlecht. Und mit Hantelstange. Und du mit hast Langern, ja gemeint. Ja. Hantelstange. Ja, komm schon. Ja, in dem Klima hier geht das. Ja, also, das packst du jetzt auch. Machen wir das nochmal kurz. Durchatmen. Durchschütteln. Aber keine 10 Kilo. Keine 10 Kilo. Demnächst mache ich auch bei der Streetcar-Meisterschaft mit. Au! Oh, Alter, 80 Kilo? Komm, tief okay. Rein. Okay. Auf, Paul, komm. Und? Und boom, komm, ja, komm, ja, komm! Ja. Ey, 80 Kilo Streetcar, ich glaube, ich würde das nicht packen. Das ist unnormal schwer. Nee, da geht nicht so. Aber zur Hälfte. Nee. Okay. Das sieht schon brachial aus, wenn du so eine Figur hast, ne? In so einem, diese Kompressions- T-Shirts da sehen krass aus. Dann. Aber ja, aber 70 Kilo kann man so stehen lassen. Mega. Und Leonas hat einfach 30 Kilo mehr gemacht. Wisst ihr, 30 Kilo sind völlig irre. Geil. Nice, und nice. Das wäre noch mehr gewesen. 72 bis 74. Ja, 72 bis 74 vielleicht. Und auch vielleicht ein Bizepsabriss auch noch. Mhm. Locker. Aber das war gut. Das war schön. Geil. Also, das ich glaube, hier hat noch keiner härter gestrickt, Girl. Das stimmt, ich habe jetzt eigentlich den Rekord hier aus dem Dorf. Ja, ja. Geil. Ich glaube, aus Nepal. Oder aus Nepal. Wir aus Nepal vielleicht auch. Sollen wir mal checken, ob zwei Sherpas das hinkriegen? Ja. Mit dem Strict Girl? Come on. Do you want? Two of you guys. Two stronger. Two. Yes. Yeah. Yeah. Da ist der erste Freiwillige. Yeah. We need one more. We need one more. Yeah. Together. Or yeah. Do you need? Ah. Two? Yeah. No. Yeah. We need one more. One for more. One bar. You come here? So we need one, one. Okay, another one. One more. Together. Take one. You are strong. Want. You want a curl? And okay. Three, okay. Two, one, up. Oh, yeah. Boah, was eine Technik. Hört auf mit solchen Sachen. Yeah. Wow. And down. Good? Yeah. Down. Leonas curlt einfach das gleiche, was Johannes seine Küken auf der Bank drücken. Okay. Yeah. Ja. Versuchen wir mal 70. Hört auf damit. Aber die haben Spaß da, die sind gut drauf, das ist doch schön. Jetzt haben sie 70 Kilo. 70 Kilo. Ready? One, ready. Two, three. Three. And so straight and up. Okay, ready. One, two, three. Come on! Yeah. Oh, der rechte, der verrenkt einfach seinen ganzen Körper dabei. Und der linke, was wird das? Der ist einfach dicht. Der hat bestimmt Ayahuasca gerade in den Bergen geraucht, geschnuppert. Was ich hier für unterwegs on mass dabei habe. Ja, Callum Famoga hat sich dabei richtig gefickt, ne? Bei dieser Übung. Da hat er doch, war das mit Zibam zusammen? Wo die da zusammen irgendwas gecurlt haben oder Deadlift gemacht haben?
Da ist ja richtig was passiert. Das sind Proben. Die sehen auch schon ein bisschen mitgenommen aus, weil die halt den ganzen im Rucksack sind. Aber das Geile ist, ihr könnt euch auch eine Probierbox holen. Das heißt, ihr habt dann 10 verschiedene Geschmackssorten von Norway am Start. Auch welche, die es so im Shop nicht zu kaufen gibt. Egal ob Norway Pro, Norway Clear oder normales Norway. Das heißt, hier haben wir Performance Protein, hier im Prinzip Proteinlimonade und das andere ist nochmal mehr auf Geschmack fokussiert. Das heißt, 3 unterschiedliche bei allen verschiedenen Geschmackssorten und mit Code Paul. Mit Sieben was, korrekt, ja, mal habe ich auch noch in Erinnerung. Spar dir auf alles, immer 10% und bei Aktionen eventuell sogar mehr. Also gerne immer mal in den Links in der Beschreibung vorbeischauen und die besten Deals rausholen und damit die Proteine saven. Wir sind damit durch für heute. Es war auf jeden Fall ein stabiler Tag, ein anstrengender Tag. Seid gespannt auf das gesamte YouTube-Projekt, was im Juni online gehen wird. Unbedingt den Iron Summit-Kanal abonnieren, damit ihr nichts der Episoden verpasst. Natürlich wird es von mir auch noch einiges dazu geben, aber dazu dann auch im Juni mehr. Ansonsten. Das werden wir uns reinziehen. Richtig geil. Sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Das war's mit Paul. Interessantes Video auf jeden Fall. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Freunde. Und falls ihr keine weiteren Videos verpassen möchtet, abonniert unbedingt diesen Kanal. Schaut auf jeden Fall auch bei Twitch vorbei. Dort sind wir dreimal die Woche live um 20.30 Uhr, Montag, Mittwoch und Freitag. Und falls ihr mich supporten möchtet, könnt ihr auf jeden Fall ab sofort bei Oase vorbeischauen für schöne Streetwear oder auch für die Kleidung fürs Gym. Oder bei eseng.com, da könnt ihr euch immer mit meinem Rabattcode William ebenfalls im besten Deal sichern. Beispielsweise auf dieses leckere Designer Whey Protein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.